Ja, hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zurück zu die Säulen der Erde. Ich habe jetzt hier zur letzten Folge, auf die heutige Folge, nochmal eine Nacht drüber geschlafen und ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, was als letztes passiert ist. Können wir mit Philipp nochmal sprechen? Ihr wirkt bedrückt. Was ist das Problem? Die Priorei hat nicht das Geld, um die Bauleute zu entlohnen und auch noch mehr für das Baumaterial zu bezahlen. Nicht einmal, wenn wir all unsere Wolle auf dem Wollmarkt in Shiring verkauft bekommen. Oh, das ist ein Problem. Na, Jack. Hä, das haben wir doch schon gelöst. Das stimmt, ich weiß es wieder. Wir haben ihm gesagt, dass Eddie uns also alle Wolle abkaufen will, also uns quasi das Geld im Voraus gibt. Sie sollen sich aber mit ihm in Shiring treffen und bla. Und wir sollen unsere Arbeit fertig machen. Das heißt, wir gehen mal zurück in die Kathedrale und gucken mal, ob Tom jetzt dort anspreche, ist. Wird er darauf bestehen, dass ich auf der Baustelle bleibe und weiterarbeite? Habe ich hier draußen wirklich alles erledigt? Ja, wir gucken uns. Ich denke, ich bleibe noch etwas draußen und treffe Tom dann später. Naja, also, wobei wir haben ja eigentlich nur den Erfurt und den Karkstein fertig machen, aber ich guck mal lieber nochmal rum. Wir können ja mit Martha nochmal gucken, sprechen. Hast du einen Moment? Natürlich. Okay, hier gibt's aber nichts. Pass auf dich auf. Mache ich. Ja, ich guck jetzt einfach nur mal nochmal fix durch. Das ich machen wir im Schnelldurchgang. Okay, da will er nichts mehr. Steinmetze können wir auch nicht mehr ansprechen. Was haben wir denn hier noch? Philipp, Kreuzgang, was haben wir hier? Bunte Stoffe. Den Talg und Dreck aus der Wolle auszuwaschen dauert Stunden. Es muss einen besseren Weg geben, den Stoff zu walten. Ich wünschte, den gäbe es. Das Problem ist, er sagt ja, wenn er Zeit hat. Aber ich habe ja immer noch diese Geschichte mit der Mühle. Ich weiß nicht, das kann ich bestimmt hier nur machen und später nicht mehr, aber... Hast du denn jetzt Zeit, darüber nachzudenken? Sag mal an. Wenn ich einmal mehr Zeit habe, überlege ich mir mal ein paar andere Arten von Mühlen, die wir bauen könnten. Das Wasser ist hier, das Getriebe ist... Den Stoff zu walken muss auch irgendwie damit gehen. Auch wenn Handarbeit natürlich nochmal eine andere Sache ist, weil die Hände können ja besser fühlen. Jetzt zeige ich auf meine Hände, habe gar keinen Webcam an. Das ist auch ein bisschen dumm, ne? Wir haben uns hier getroffen, Alina und ich. Kann es nicht abwarten, sie wiederzusehen. Ja. Keine Ahnung. Ist die Frage, ob wir da nochmal hingehen? So, lass uns mal alles hier systematisch abklappern, von vorne bis hinten quasi. Haben wir bei denen er noch was? Wir können den Novizen das mit der Brücke und dem Zoll. Ich störe sie besser nicht. Ich wollte gerade sagen, wir können die noch ansprechen, aber doch nicht. Paul wird immer vergesslicher. Ja gut, ist ein alter Mann, ne? So, mit unserer Mutter können wir auch nicht sprechen. Mit dem Steinbruch können wir auch nichts mehr machen. Dann nicht festhängen. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der Rückweg? Nicht, dass das jetzt hier... Festbacken ist keine schöne Sache. So, Straße zu Kingsbridge. Wir haben hier den Weg zur... Wir haben hier die Straße nach Norden, aber da können wir nicht hin. Wir können nochmal zu Alienas Haus. Die Walkerin haben wir... Da haben wir nichts mehr. Das heißt, wir gehen nochmal zu Alienas Haus. So lange, bis wir nirgendwo mehr was machen können. Nein, ich sollte zu Philipp gehen und ihm die guten Neuigkeiten überbringen. Habe ich doch schon. Erinnere mich, wie ich das erste Mal an die Tür klopfte. War so nervös. Ja, das haben wir schon gehört. Dann... Den kann ich aber auch nicht mehr anquatschen. Ja, gut, dann... Wir können noch mal hinter die Kathedrale gehen. Ich glaube, Bruder Arnold ist eingeschlafen. Er schnarcht ganz leise. Prior Philipp ist zu gutmütig. Immer ist es der Subprior, der sich um all die Dinge kümmert, die er lieber meidet. Also der ist einfach am Deswegen Bruder musste es so weit kommen. Okay, wir können ihn nicht anquatschen. Die sind immer noch am Meckern. Subprior mehr Verantwortung als der Prior. Bleib lieber fern, sonst bekomme ich auch noch Ärger und von Remigius. Mehr Sorgen. Apsis? Von hier sieht die Kathedrale fertig aus. Nur noch ein paar Jahre. Tom wird in ganz England berühmt sein. Okay, dann haben wir hier das Haus des Priors, enthält jetzt ein Skriptorium. Philipp hat Schreiber und Illuminatoren ausgebildet. Nicht, unser Vertrauen wir gehen hier nochmal rein. Wollt. Geh da rein! Hallo?
Okay, mit Doppelklick geht er leider einfach nicht schneller. Das finde ich etwas, geht mir ein bisschen auf den Keks, aber macht ja nichts. Wir können ja mal gucken. Also so wie es aussieht, möchte der mit denen noch den ganzen Nachmittag rumstreiten. Die Heiden. Ich habe, weswegen ich hergekommen bin. Ich bin Nein. hier doch keine Heiden, richtig? Okay, dann weiß ich es auch nicht mehr. Tür Sehen zum wir? Kreuzgang. Nein. Kapitelhaus, was ist das? Verschlossen. Wundervoll. Haben wir hier sonst noch was? Nee, Jonathan. Können wir mit dem noch irgendwas machen? Ey. Der ist so süß. Nein. Okay, dann bleibt mir wohl nichts anderes mehr übrig. Ich hoffe doch ernsthaft, dass mir später noch die Möglichkeit gegeben wird. Oh, ich, ganz im Ernst, ich habe das Gefühl, ich kann das nicht lösen mit dem Stoffen und mit dem... Martha und Ellen haben die gefärbt, Teil von Alienas Geschäft, werden einen guten Preis erzielen. Ja, wer denkt da? Ich gehe jetzt noch einmal zur Mühle. Einfach nochmal, um zu gucken, weil er jetzt gesagt hat, nee, ich bin hier überall fertig und wir jetzt wirklich überall fertig sind. Aber Wenn jetzt ich einmal noch mehr mal... Zeit, das war's. Nein, okay, halt die Klappe. Dann 5 Minuten verschwendet, aber ich wollte es echt gerne wissen, bevor wir nachher... Wenn ich Tom jetzt anspreche, habe ich hier drin... Ja. Ich hoffe es wirklich. Es wird mit Sicherheit nachher stehen. Du hast das nicht gemacht. Jack? Was? Oi. Wir müssen reden. Du wolltest den Karkstein zu Ende machen und ich habe dich gelassen. Aber du hast es nicht einmal versucht. Wollte ich ja. Hä? Stattdessen hast du dich schon wieder mit Alfred angelegt. Du machst dich vor anderen über ihn lustig, weil er nicht lesen kann. Du bewirfst ihn mit Ameisen. Und jetzt erzähl mir nicht schon wieder, dass er angefangen hat. Denn alle sagen, du hast den Streit vom Zaun gebrochen. Subprior Remigius hat mir gesagt, du hättest die Mönche im Skriptorium gestört. Philipp hat mir gesagt, ich soll lesen üben. Die Bibel solltest du lesen. Nicht das seltsame Buch, über das du dich erkundigt hast. Und dann vertust du deine Zeit einfach auf dem Friedhof und dem Markt. Und in der Küche. Und unterhältst dich den lieben langen Tag mit den Valkyrinnen. Ich habe eine Salbe für sie gemacht. Ich wollte ihnen helfen. Stattdessen hättest du arbeiten sollen. Weißt du nicht, dass wir kurz davor stehen, den ganzen Bau zu schließen? Wenn ich nicht vorgeplant hätte, dann wäre es schon vorbei. Aber wie soll ich vorausplanen, wenn ich mich nicht auf dich verlassen kann, Jack? Was? Vorsicht! Wow! Alles in Ordnung? Ja. Hier oben! Kommt! Schnell! Was ist denn jetzt los? Was ist passiert? Dein Sohn glaubt, ich hätte die Steine fallen lassen. Du hast sie raufgezogen, nicht wahr? Natürlich. Das ist meine Aufgabe. Er war bestimmt wütend, weil er vielleicht keinen Lohn kriegt. Hör auf, Alfred! Was? Peter, was war hier los? Ich bin mir nicht sicher, aber da war ein Mönch. Er trug eine schwarze Kutte. Und als er sah, dass ich ihn bemerkte, lief er weg. Vielleicht war er es. Eine schwarze Kutte? Willst du damit sagen, es war mein Fehler? Nein. Ich kannte den Kerl nicht. Ich bin sicher, er war nicht von hier. Nein, Peter hat die Steine fallen lassen und will es nicht zugeben. Ich versichere euch, ein Mönch würde so etwas nie tun. Wir haben ihn gesehen. Ich habe einen Mönch in Schwarz gesehen, auf dem Markt. Was du nicht sagst. Ich war auch dort, zur gleichen Zeit wie du. Erzähl, was hat er getan, als du ihn gesehen hast? Oh, das ist schon lange her, das war gestern. Er war fast auf Hühner getreten, ich erinnere mich nicht, er hat einen Mann geschlagen. Doch irgendwas war mit den Hühnern, glaube ich. Er wäre fast auf 2 Hühner getreten. Wartet, Jack hat recht. Ich erinnere mich jetzt. Da war ein Mönch. Und er ist in die Kathedrale gegangen. Ich gehe vorne raus und suche nach ihm. Du überprüfst die Rückseite. Mach ich. Wo ist der Mönch in Schwarz? Hat er wirklich das Seil durchtrennt? Oh Gott, lob mein halbwegs einigermaßen passables Gedächtnis. Da ist er.
Lauf! Wo ist er hin? Ich hab's gesehen, er ist hier runter. Da ist er hin. Okay, aber das kann man jetzt nicht übersehen. Hey, du! Hey! Gott sei Dank ist unsere Mutter nicht mehr hier. Oh nein! Gott sei Dank. Jawohl! Errungenschaft freigeschaltet, wer ist der Täter? Mutter! Jack? Er ist kein Mönch. Er hat versucht, mich umzubringen. Du oder hast Tom. Was? Bitte, ich... Ich kenne dich. Du gehörst zu ihnen. Haben sie dich geschickt? Bitte, lass mich gehen. Weswegen hat man dich geschickt? Tom Bilder. Ich sollte Tom Bilder umbringen. Tom? Was geht hier vor? Hör mir gut zu. Ich kenn dich. Ich kenn dein Gesicht. Sag ihnen, du hättest es geschafft. Sag ihnen, Tom Bilder sei tot. Das war's für unsere Mutter. Aber... Sag es ihnen, sonst werde ich dich finden. Ja. Lauter, oder ich beleg dich mit einem Fluch. Ich werde ihnen sagen, was du willst. Bitte. Oh, Glück gehabt. Was zum Teufel? War das bitte? Was sollte das? Warum hast du ihn gehen lassen? Er war hinter Tom her. Nach all den Jahren geht es wieder los. Was? Sag Tom, er soll sich bedeckt halten. Wenn wir Glück haben, glauben sie, dass er tot ist. Fürs Erste. Warum sagst du es ihm nicht? Ich bin der Grund, weshalb sie ihn töten wollen. Es ist meine Schuld. Was ist deine Schuld? Wir hätten nie nach Kingsbridge kommen sollen, Jack. Brief von Francis. Was? Ich weiß, ich will das wissen. Was? Gemein. Toll, jetzt sind wir wieder mit Francis und Philip beschäftigt und kriegen das ewig nicht raus, was da los ist. Okay, mein lieber Philip. Schon viel zu lange haben wir nicht mehr miteinander gesprochen. Ich gar nicht berichten, denn die Schreiber des Grafen Roberts sind der Geheimhaltung verpflichtet. Ich erinnere mich gut daran, wie wir einmal zu Neujahr über die Welt der Politik gesprochen hatten. Nachdem ein paar Jahre ins Land gegangen sind und der Konflikt zwischen Graf Robert und Stefan noch immer wütet, kann ich nachvollziehen, wieso du das Leben als Prior vorziehst. Sich in Politik einzumischen, hat immer mehr Leid als Freud verursacht. Ich werde Robert von Gloucester und seiner Mission gegen Stefan durch England begleiten. Wo auch immer wir hingehen, hören wir von der wunderbaren Arbeit von Prior Philip von Kingsbridge. Dein Sankt Adolphus ist inzwischen sogar in Wales und Schottland wohl bekannt. Dein Bruder Francis. Philipp, entschuldigt die Störung. Philipp? Bitte verzeiht. Ist alles in Ordnung? Ich dachte gerade an meinen Bruder. Was ist? Aliena ist bereit, mit euch nach Shiring zu reiten. Dann sollte ich sie nicht warten lassen. Wo ist denn Shiring? Wir können ja eh nicht viel machen. Als wir losritten, gab Aliena ihrer Erleichterung Ausdruck, dass Percy Hamley während des Wollmarks in Shiring Hof hielt und nicht in der Burg ihres Vaters. Ich hatte es Aliena noch nicht gestanden, dass ich mir die Schuld am Schicksal ihres Vaters gab. Als wir auf eine große Gruppe von Bauern trafen, die so verzweifelt wirkten wie die Flüchtlinge, die seinerzeit aus Earls Castle gekommen waren, spürte ich Schuld und Scham in mir aufsteigen. Rede mit den Bauern oder reite weiter? Nee, komm, wir reden. Philipp hielt an, um mit den Bauern zu reden. Und ich ebenso. Natürlich konnte er nicht an Menschen vorbeigehen, die in Not waren. Nicht einmal, wenn er unterwegs war, um Kingsbridge vor einem weiteren Übergriff der Hamleys zu retten. Zwei der Bauern brachen in Tränen aus und bettelten um Essen. Philipp war beschämt, als sie den Saum seiner Kutte packten und um eine milde Gabe heischten.
Sie sagten, sie kämen aus Wigley. Sie hätten unerlaubt eine Mühle gebaut und keine Steuern für das Mahlen an den Grafen von Shiring entrichtet. Ich biss mir auf die Lippe, als sie den Titel nannten, der meinem Vater gehört hatte. Zur Strafe hatte der Graf ihre Mühle zerstört. Philipp schien sich unsicher zu sein, was er dazu sagen sollte. Ich war weniger zögerlich. Doch, wir können ganz viele Mühlen bauen. Ich hoffe, das klappt. Ein Graf muss Verständnis zeigen. Ein Graf muss Diebe bestrafen. Nein, Verständnis zeigen. Ich fragte sie, warum sie unerlaubt eine Mühle gebaut hätten. Die Bauern erzählten uns, dass die Mühlsteuer in ihrem Dorf verdoppelt worden sei. Die Bauern schrien, der Graf habe auch ihre Felder verbrannt, ihre Häuser zerstört und ihnen ihr Vieh weggenommen. Ein paar von ihnen seien getötet worden. Philipp sagte ihnen, sie sollten nach Kingsbridge gehen. Wir ritten weiter und er schwieg. Vielleicht hatte er angefangen, die Hoffnung zu verlieren, seine Probleme mit dem Grafen in Shiring zu lösen. Ja, ich glaube auch. Aber zumindest, wenn sie nach Kingsbridge kommen, wir können Leute gebrauchen, die Mühlen bauen. Vielleicht können wir dann diese Idee durchsetzen und ich brauche keine Angst haben, dass wir es nicht hinkriegen. Ich hatte den Hamleys nie getraut. Oh. Und doch war ich anscheinend im Laufe der Jahre sorglos geworden. Sie hatten getan, was sie König Stefan und mir versprochen hatten. Doch eigentlich hätte ich wissen sollen, dass sie am Ende ihr Wort brechen würden. Während ich diese finsteren Gedanken wälzte, kamen wir an einem Galgen vorbei, an dem zwei Männer baumelten. Eine alte Frau stand neben einem der Gehängten und knurrte uns wütend an. Die Hamleys richten das Land nur noch zugrunde. Unfassbar. Halte an und sprich mit der alten Frau oder weiter nach Shiring. Naja, wenn die uns anknurrt... Ich will es trotzdem wissen. Die alte Frau sah uns an wie ein in die Enge getriebenes Tier. Philipp wollte wissen, was geschehen sei. Sie lachte schrill und schüttelte den Kopf. Sie durchsuchte weiter die Kleider der Toten. Sie hatte ihnen schon die Schuhe ausgezogen und bei einer der Leichen ein paar Münzen gefunden. Erst jetzt sah ich, dass irgendjemand Fuchsschwänze an die Leichen gebunden hatte. Man hatte ihnen die Hände abgeschnitten und ihre Gesichter waren versenkt. Oi, Git. Diebe. Die Toten bestehlen, ne? Was ist mit ihnen geschehen? Ja, mein Gott, die Toten brauchen es nicht mehr. Ich finde das persönlich nicht schlimm. Wenn du in Not bist, dann kannst du auch von den Toten... Also wenn du wirklich in Not bist, dann kann man das machen, weil... Da, wo sie sind, brauchen sie es nicht mehr. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Also in der Not ist das okay, finde ich. Ich fragte mit strenger Stimme, was mit den Männern geschehen sei. Die alte Frau lachte schrill und meinte, sie hätten mit Feuer gespielt. Als Philipp sagte, sie solle bei Gott meine Frage beantworten, wurde sie ernst. Sie erklärte ihm, diese Männer seien Wilddiebe und bei der Jagd in den Wäldern des Grafen ertappt worden. Philipp ritt weiter, und als ich zu ihm aufschloss, konnte ich sehen, dass er jetzt entschlossener denn je war, mit Percy Hamley zu reden. Das ist es halt, ne? Da kommt dann ein neuer Graf ran, an die Macht und sammelt erstmal von allen, die das Land, also das war ja im Prinzip einfach so, dem Grafen gehört das Land und die Bauern pachten das Land. Die Bauern haben ja kein eigenes, das heißt dafür, dass sie dort anbauen und sich was zu essen bauen können quasi oder auch um irgendwas anzubauen, um Handel zu treiben, bezahlen die eine Pacht. Das heißt, eigentlich kamen die Grafen dann immer einmal, ich weiß nicht wie oft, rund und haben dann die Pacht eingetrieben. So, die haben aber die Steuern verdoppelt. Den Leuten ging es ja damals schon, also sie waren ja alle nie reich. Die haben die Steuern verdoppelt, die Leute haben nichts mehr zu essen, sind am Hungern und müssen sich irgendwie behelfen und gehen dann in den Wald und jagen. Und dafür werden dir dann die Hände abgeschnitten und die Gesichter abgefackelt. Ich verstehe nicht, warum Menschen in Machtpositionen so sein können. Also ich verstehe es wirklich nicht. Geht mir nicht in den Kopf rein. Aliena ritt an meiner Seite, ohne zu wissen, dass ich seit langer Zeit am Schicksal ihrer Familie schuld war. Seit ich damals den Fehler gemacht hatte, Walrond Bigot zu vertrauen. Ich fühlte mich wie eine Fliege im Spinnennetz. Jede Bewegung, die ich machte, schien mich tiefer zu verstricken. Aber dann riss mich Alienas Ausruf, als sie an mir vorbeipreschte, aus meinen Gedanken. »Shiring«, rief sie.
Nein, du hast dich sehr bemüht, die Arbeit an deinem Kragstein zu beenden. Ja, ob ich den hätte beenden können? Mit Unterstützung von Ellen und Milius hast du den Walkerinnen geholfen. Alfred mag dich, aber du hast dich zweimal an ihm gerächt. Mist. Es war schon witzig, aber den Scheiß hätten wir vielleicht mal doch lassen sollen. Alfred hatte gesagt, dein Vater sei ein Dieb und in Shiring gehängt worden. Richard versucht die... Allerdings hätten wir das nicht rausgefunden, wenn wir ihn nicht geärgert hätten. Da war es das vielleicht schon wert. Richard versucht, die Grafschaft für sich und Aliena zurückzugewinnen. Du hast Cuthberts Grab besucht und Bruder Arnold versprochen, ihn zu begraben. Du hast alle drei Wespennester zerstört. Du hast den Mönch gefangen. Ellen zwang ihn zu behaupten, Tom sei tot. Okay, also es steht nirgendwo was von wegen, du hast das und das nicht geschafft. Ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir unser Kapitel ganz gut abgeschlossen. Wir akzeptieren das mal. Und schauen für diese Folge mal noch ins nächste rein. Das ist er also? So ein Gesicht vergisst man nicht. Wenn euch jemand eine Audienz beim Grafen beschaffen kann, dann Vogt Justus. Ich hoffe, Percy Himley wird uns mehr Verständnis entgegenbringen als den Leuten von Wigley. Ich frage mich, was für ein Mensch Percy Himley geworden sein muss, um Leute fürs bloße Wildern zu töten. Seid gegrüßt, Vogt. Ich muss mit dem Grafen reden. Es geht um eine rechtliche Sache von größter Wichtigkeit. Stellt euch hinten an, Mensch. Warten Sie alle darauf, ihn zu sehen? Was habt ihr denn erwartet an einem Gerichtstag? Ich fürchte, das wird etwas dauern. Ich suche dann mal nach Richard. Da er morgen in die Schlacht zieht, braucht er neue Ausrüstung. Hoffen wir, dass der Graf uns gegen den Bruch unseres Abkommens mit den Himleys Unterstützung gewährt. Ich will auch mit Meg über den Verkauf der Wolle der Priorei sprechen. Wir werden einen Weg finden, die Kathedrale weiterzubauen, Philipp. Mit dem Stein und Holz, das sie uns weggenommen haben, oder ohne. Das müssen wir. Richard hat mich um Geld gebeten, aber wo ist er? Ich frage mich, ob das nicht etwas risky ist, dass sie hier ist, wenn Percy auch da ist. Ich kann mir nicht vorstellen, also... diese ganze fünf... Denn das Königreich des Himmels ist nahe! Okay, bevor die ganze Fünfjahresgeschichte begonnen, also quasi rumgegangen ist, war er noch sehr... steht im Buch des Matthias. Hat die Klappe. Auf Rache aus und ich glaube nicht, dass er die vergessen hat, um ehrlich zu sein. Dinge geschehen, die unsere Generation an ein Ende bringen werden. Niemand scheint ihn zu beachten, selbst der Vogt. Warum wohl? Öffnet naja, wirkt ein bisschen Augen. Verrückt. Die Zeichen sind überall. Das überall. Ende ist da. Aber unser Graf wird uns zum Heil führen. Ist das so? Eine harte Hand für harte Zeiten. Es wird sich alles zum Rechten wenden. Naja, unser Graf hat er gesagt. Er hat ja nicht gemeint, dass der jetzt dort sitzt, wirklich der Graf ist. Er hat sich in Rage geredet. Sterben, unsere Häuser verfallen. Armer Mann, teilnahmslos. Bei Gott, erinnert Wie mich an Vater. Viele von euch sind der Sünde verfallen. Tuchstand? Andere Händler bieten Flaus und Filz an, bringt höhere Preise, leichter zu transportieren. Aber Wolle zu walken ist harte Arbeit. Guck mal, wir haben hier Mac noch da und einen Kunden. Ein Omen dessen, was da kommen wird. Gute Qualität. Und unser Graf. Ich bin nicht gekommen, um etwas zu kaufen. Okay, ich wollte es nur ausprobiert haben. Gut, wir können mal mit Meg noch sprechen, meine Geschäftspartnerin in Shiring. Ohne sie hätte ich den Start nie geschafft. Sieht nach Ärger aus. Einige Kunden sind störrisch wie Maulesel. Ein besonders unverschämter Kerl. Vielleicht können wir ihr helfen. Meg, es ist gut, dich zu sehen. Ich bin hier, um das Geld zu holen, was wir bisher eingenommen haben. Verzeihung, wir waren gerade im Gespräch. Was ist das Problem? Selbst die Händler beklauen einen hier. Was für ein erbärmlicher Ort das geworden ist. Er hat bereits vor Wochen eine Karrenladung Wolle bestellt. Aber jetzt weigert er sich, den vereinbarten Preis zu zahlen.
sei sarkastisch, sei diplomatisch. Diplomatisch ist wohl besser. Was meint ihr, warum die Preise dieses Jahr so hoch sind? Damit mehr Geld in eure Taschen fließt? Eigentlich hat der Graf alle Gebühren erhöht. Es kostet mehr, das Tor zu passieren, einen Stand aufzustellen und eine Verkaufsgenehmigung zu erhalten. Das mag sein, aber ich habe nun mal klare Anweisungen von meinem Herrn. Dieser Preis ist zu hoch. Habt ihr den Preis auf einem Kerbholz vermerkt? Gehört ihr zum Vogt? Wer seid ihr überhaupt? Mir gehört dieser Wollhandel. Oh. Ihr ist unsere Hälfte, Aljena. Würdet ihr mir nun bitte euren Teil des Kerbholzes geben? Beschuldige den Kunden, sprich Problem an, verhandle neu. Es gibt ein paar Kerben mehr auf unserem Teil. Zwei Stücke, zwei unterschiedliche Preise. Zugegeben, Kerben bei unserem Teil hinzuzufügen ist viel, viel einfacher. Aha, ihr gebt es zu. Aber der Abschnitt mit den fehlenden Kerben ist dünner als der Rest. Du hast recht. Es sieht aus, als wäre da etwas weggeschnitten worden. Was? Wollt ihr mich als Betrüger bezeichnen? Die Zeiten sind hart für uns alle. Ich werde euch nicht dem Vogt anzeigen. Diese Wolle wird nicht genug Kleidung für alle Diener meines Herrn abgeben. Ganz zu schweigen von den Hemden für ihn selbst. Wer sich Diener leisten kann und viele Hemden tragen will, sollte den Preis für eine Wolle dieser Qualität zahlen können. Hohe Qualität? Ja, aber das ist keine so hohe Qualität. Jetzt, da es erwähnt, sehe ich es. Ich kann nicht so viel Geld für so schlechte Wolle bezahlen. Jetzt zweifelt er die Qualität an. Schön, dann lasst mich die Qualität meiner Wolle beweisen. Ihr könnt's versuchen. Störrischer Kunde, ein Stück der Wolle, die wir verkaufen, gute Qualität. Unglaublich. Reden wir darüber. Ein schöner Anblick, trocken genug, um den vollen Preis zu erzielen. Die meiste ist bereits verkauft. Wir waren uns über den Preis einig. Ein Schwein hat meine halbe Erde. Das ist nicht der Preis, an den ich mich erinnere. Man sollte ihr habt dem Kauf im Vorfeld zugestimmt. Erst sagt ihr so und dann wieder anders. Behandelt ihr so eure Kunden? Leute. Geh jemand suchen, der die Wolle beurteilt. Okay. Ich finde einen Experten und beweise es. Ich warte. Ihr wollt mich wohl bescheißen? Was ist denn mit dem Filzstand? Lasst uns einen Kompromiss. Verdammte Steuern. Wir gehen mal zum Was Tuchstand. Macht die Familie? Ich werde nie mehr mit Nein, euch handeln. Nein, ich brauche sie vielleicht noch. Beruhigt euch. Ich komme vor den vielen Sorgen. Okay. Ob wir jetzt hier jemanden auf dem Markt finden, ich meine hier ihn oder ihn. Lasst uns einen Kompromiss. Sie sind mit aus Kingsbridge. Er hat sie schon gesehen. Es ist alles viel zu teuer hier. Gut, dann verlassen wir mal den Markt und gehen mal gucken. Schöne Tuche. Oh, solche Kunden, ne? Unfassbar, Bittsteller. Alle wollen den Grafen sprechen. Ein Gerichtstag. Sie sehen nicht sehr zuversichtlich aus. Denn das Königreich. Okay, dann verlassen wir mal den Markt. Ach, hey, wir haben hier ganz schön viel. Oh, solche Kunden, ne? Ich kann euch da ein Lied von singen. Ich meine, es ist ja in Ordnung, wenn die Leute anfangen zu handeln und man kann das ja auch machen, aber muss man das denn immer in solch einem abfälligen und persönlichen Ton machen? Ich finde das immer unmöglich, man muss mal ganz ehrlich sagen, Leute, die sich so geben, sind so verzweifelt, weil sie nicht mit Worten umgehen können, dass sie den Tonfall derart anpassen. Wenn du nichts mehr kannst, dann wirst du halt arschig. Das ist halt, ja, weiß ich nicht. Dann übt euch lieber in Diplomatie und in geübter Wortwahl und dementsprechend, es nervt mich so. Es ärgert mich immer so. Es ist ganz, ganz furchtbar, obwohl eigentlich müsste man Mitleid damit haben, weil, ja, es ist ja nun mal so, ihm bleibt dann, Leute, die schreien, sind verzweifelt. Die wissen dann nicht mehr ein und nicht mehr aus, die können sich nicht mehr anders wehren. Entschuldigung, und deswegen schreien die. Eigentlich ist das sehr bemitleidenswert.
Aber Sam nervt trotzdem unglaublich und geht immer ein bisschen an die Substanz. Ach so, genug geschwätzt. So, wir sind so ein bisschen am Folgenende angekommen. Und unsere nächste Mission wird dann wohl die Qualität unserer Wolle zu beweisen, indem wir einen Wollfachmann finden. Mal gucken, was wir da so haben. Ich würde sagen, wir klappern einfach mal alles ab und schauen mal, was uns sonst so für Gelegenheiten noch sich ergeben. So. Apropos Wortgewandt, ne? Ich ziehe mich da übrigens auch raus, aber ich fange trotzdem nicht an zu schreien. So. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Auch jedem, der immer noch mit dabei ist. Ich freue mich da immer sehr, 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 sehr drüber. Und bis zur nächsten Folge, wie immer, eine super schöne Zeit. Macht's gut und nutzt sie gut. Bis dann. Tschüss.